So, weiter geht's. Oh, ein Riesenasteroide. Einnehmen. Asteroid verkaufen für 132.000. Danke. Ich hätte gerne dich. Und dich hätte ich auch gerne. Du noch? Ja, guck mal. Da kriegen wir Unteroffiziere her. Uff. Na guck mal, das haben wir jetzt auch geändert. Du musst die nicht mehr fest
Wir brauchen 6000 Titan. Oder helfen wir doch mal aus der Klemme raus und bringen die 6000 Titan. Dankeschön. Hier, das meinte ich gestern zum Beispiel. Das leichteste Material in der Galaxie ist Trinium. Trinium-Schiffe sind traumhaft zu steuern. Gesehen hat jedes Bauteil, also jedes Metall eigene Eigenschaften. Eisen ist sehr gut für Panzerung, Titan ist sehr gut für Antriebe, Naonit kannst du die ersten Schilde draus machen, besser ist noch Avorion. Und aus Trinium könntest du zum Beispiel den Frachtraum machen. Weil wenn du hier schaust, zeigt Eisen. Wenn du hier schaust, der Frachtraum ist doch recht groß. Aber bringt halt wenig HP. Das bringt alles wenig HP. Wenn ich jetzt auf Titan umschalte, kann ich halt verschiedene Sachen ausblenden. Oder auch nur einblenden, dass ich halt nur diese Sachen sehe. Und dann kannst du nach und nach dann das Schiff zum Beispiel umrüsten. Oder du kannst theoretisch auch die Platten einzeln entfernen, was aber ein Riesenaufwand ist. Und dein Schiff bewegt sich in der Ansicht nicht. Also du kannst Fullspeed irgendwo draufsteuern, drückst du B, Baumenü, Schiff pausiert. Ach, das haben sie jetzt neu dazu gebracht. Jetzt kannst du hier alle, kannst du auswählen, was dir angezeigt wird. Es gibt das kleine, mittelgroße und große Jäger, okay. Da bin ich aber gespannt. Was mir jetzt noch hier fehlen würde in dieser Ansicht, wäre, wie groß der Frachtraum ist. Also wirklich hier irgendwie so bei Frachtraum noch eine Volumenanzeige. Und wenn es bloß
0 bis 100% ist hinten dran. Wird mir vollkommen reichen. So, komm her, da mein Erz. Zack. Und theoretisch könnten wir jetzt unser Schiff und Lady nochmal aufrüsten. Wir haben genug Erz, aber wir haben nicht genug Kohlen dafür. Aber weißt du, was wir machen könnten? Wir gehen einmal hier. Titan Air Bergbaulaser und sagen Favoriten. Na, wo ist denn jetzt mein? Hier ist mein Abfahrtgeschütz. Wir sagen, ich hätte gerne meine Favoriten. Zack. Du kriegst auch ein Bergbaugeschütz. Befehl abbauen. Und dann bauen wir mit zwei Schiffen den Sektor ab. Und dann switchen wir halt die Bewaffnung etwas öfters. Oh, haben wir da ein verstecktes Vorkommen?
Weil das kann nämlich auch sein, sieht man gerade hier hinten rechts schön, hier. Da war ein Asteroid, in dem war Eisen versteckt. Na, dann dürften wir ja bald durch sein mit dem Sektor. Hoppala. So, eins. Nee, ist nur noch der eine. Ja, gleich finden wir keine Ärzte mehr hier in dem Sektor. Außer es gibt noch einen Haufen versteckte Ärzte. Wie zum Beispiel dieses hier. 38
10.000 Titanvorkommen im Asteroiden versteckt. Und die findest du halt bloß, wenn du einen Bergbauscanner drin hast. So, kleinen Moment, da war gerade eine Mücke, die musste ich gerade zerquetschen. Was bist du denn? Das sieht doch nach Eisen und Titan wieder aus. Abfacken. Ich wollte gerade sagen, passiert noch was? Kurz mal da durchschneiden wie durch Butter. Theoretisch könnten wir auch Abfraglaser als Waffen benutzen. Wenn wir wirklich 3-4 starke Abfraglaser haben, können wir damit auch jedes Schiff zerlegen. Ich habe teilweise schon Spielsession gehabt, da bin ich bloß mit Abfraglasern auf Feinde losgegangen. Hat auch eine Menge Zeit gespart, weil du die Feinde halt abgefuckt hast, während du sie zerlegt hast. Ja, und jetzt mal, ja, wirklich, wenn man hier auf Ixotan schießt, fliegen sie einfach weiter. Ist wirklich so, wenn du nicht auf die auf die Aliens so gesehen schießt, oder auf die Roboter, besser gesagt, man weiß nicht, ob es Alien oder Roboter sind, dann machen die nichts. Du darfst aber auch auf nichts anderes schießen, diesen Vektor dann. Wenn wir hier da sind, Bergbauaktivitäten, Abwrackaktivitäten, Gefechte, alles abbrechen, ansonsten werden sie deine Feinde, weil sie jede Art von Schuss als feindlichen Akt ansehen.
findet keine Wracks mehr. Umbauen. Zack. Zack. Und zack. Abfahrt. Tut, tut. Alter, da haben wir auch schon wieder 60.000 Titan drin stecken. Doch, Lady ist da hinten irgendwo rum. Das Ding hat immer noch... Nein, das ist ein Anzeigepack, oder? Das Ding soll immer noch 96,93k haben? Kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Nee, da ist ein Anzeigebug.